Das Leben und das traurige Ende von Burt Lancaster. Lancaster wurde am 2. November 1913 in Manhattan, New York, im Haus seiner Eltern in der 209 East 106 TH Street als Sohn von Elizabeth und dem Postboten James Lancaster geboren. Beide Eltern waren Protestanten aus der Arbeiterklasse. Alle vier seiner Großeltern waren Einwanderer aus Irland in die Vereinigten Staaten, aus der Provinz Ulster, seine Großeltern mütterlicherseits stammten aus Belfast und waren Nachkommen englischer Einwanderer nach Irland. Lancaster wuchs in East Harlem auf und verbrachte einen Großteil seiner Zeit auf der Straße. Während seiner Zeit an der David Clinton High School, wo er ein Basketballstar war, entwickelte er großes Interesse und Fähigkeiten für Gymnastik. Bevor er David Clinton graduierte, starb seine Mutter an einer Hirnblutung. Lancaster wurde von der New York University mit einem Sportstipendium aufgenommen, brach jedoch später ab. Im Alter von 9 Jahren lernte Lancaster Nick Cravat kennen, mit dem er eine lebenslange Partnerschaft einging. Gemeinsam lernten sie in der Union Settlement, einem der ältesten Siedlungshäuser der Stadt, in lokalen Theaterproduktionen und Zirkuskünsten mitzuspielen. In den 1930er Jahren bildeten sie das Akrobatenduo Lang und Cravat und schlossen sich bald dem Zirkus K Brothers an. 1939 zwang eine Verletzung Lancaster jedoch mit großem Bedauern, den Beruf aufzugeben. Anschließend fand er eine Aushilfsstelle, zunächst als Verkäufer bei Mars Hall Fields und dann als singender Kellner in verschiedenen Restaurants. Nachdem die Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg eingetreten waren, trat Lancaster im Januar 1943 der US-Armee bei und trat mit der 21. Von 1943 bis 1945 diente er in der 5. Armee von General Mark Clark in Italien. Er wurde im Oktober 1945 entlassen und war Unterhaltungsspezialist mit dem Rang eines Technikers in der 5. Klasse. Unmittelbar nach seinem Dienst im Zweiten Weltkrieg sprach er ohne Begeisterung für ein Broadway-Stück vor. Er schnappte sich eine Rolle in Harry Browns A Sound of Hunting, das sein Debüt markierte. Obwohl die Show nur 3 Wochen dauerte, diente sie als Grundlage für Lancasters Schauspielkarriere. Seine schauspielerischen Fähigkeiten bei seinem ersten Theaterprojekt brachten ihm die Aufmerksamkeit von Harold Hatcher ein, der Lancaster wiederum dem Produzenten Mark Hellinger vorstellte. Als nächstes spielte er in Hellingers The Killers. Seine schauspielerische Brillanz brachte ihm mehrere Anerkennungen für seinen Debütfilmauftritt ein. Nach seinem Filmdebüt spielte Lancaster in mehreren Filmen in unterschiedlichen Genres wie Drama, Thriller, Militär, Abenteuer und so weiter. 1948 arbeitete er mit Harold Hatch zusammen, um sein eigenes Produktionshaus, Norma Productions, zu gründen. Im selben Jahr veröffentlichte das Unternehmen seinen Debütfilm, Kiss the Blood of My Hands. 1950 veröffentlichte er den Film, The Flame and the Arrow. Nick Cravat, sein Freund aus der Zirkuszeit, ist ebenfalls im Film zu sehen. Das Duo beeindruckte das Publikum mit seinem akrobatischen Können. 1951 änderte er den Namen des Produktionshauses in Hatch Lancaster Productions. Der erste Film, der unter dem neuen Produktionshaus veröffentlicht wurde, war The Crimson Pirate im Jahr 1952. Auch hier spielte Nick Cravat eine wichtige Rolle. Das Jahr 1953 war ein phänomenales Jahr für Lancaster in Bezug auf den beruflichen Erfolg. Er spielte eine seiner bekanntesten Rollen als First Sergeant Milton Varden in From Here to Eternity. Der Film ließ Deborah Kerr sein Liebesinteresse spielen. Es wurde zu den 100 besten romantischen Filmen der AFI aller Zeiten gewählt. Im Jahr 1954 spielte Lancaster in Warner Brothers His Majesty O'Keefe. Der Film war etwas Besonderes, da er Lancasters ersten Ausflug in die Richtung markierte, als er den Film mit inszenierte. Im folgenden Jahr gab er mit The Kentuckian sein Regiedebüt. Von 1955 bis 1960 machte das Produktionshaus von Lancaster mehrmals Schlagzeilen.
Ihr Film, Marty, gewann den Oscar für den besten Film und die Palme d'Or bei den Filmfestspielen von Cannes. James Hill trat der Firma bei und machte daraus Hill Hatch Lancaster Productions. Trapeze, das 1956 veröffentlicht wurde, wurde ein großer Kassenerfolg. 1960 war ein Jahr des Durchbruchs für Lancasters Karriere. Seine Leistung im Film, Elmer Gentry, brachte ihm weltweite Anerkennung. Er gewann auch den Oscar, den Golden Globe Award und den New Yorker Film Critics Award für seine Rolle. Nach Elmer Gentry spielte Lancaster in einer Reihe von Filmen in einer Vielzahl von Rollen. Er spielte einen Nazi-Kriegsverbrecher in Judgment at Nürnberg, einen lebenslänglich verurteilten Sträfling in Birdman of Alcatraz, einen italienischen Adligen in The Leopold, einen US Air Force General in 7 Days in May. Gegen Ende des Jahrzehnts der 1960er Jahre ging Lancaster eine neue Partnerschaft mit Roland Kibbe ein. Das Duo entwickelte drei Filme, The Scalp Hunters im Jahr 1968, Valdez is Coming im Jahr 1971 und The Midnight Man im Jahr 1974. 1970 spielte Lancaster in dem ersten der sogenannten Katastrophenfilme Airport. Damals mit einer ungewöhnlichen Handlung und Geschichte war der Film definitiv einzigartig. Der Film wurde zu einem der größten Kassenschlager des Jahres 1970. Gegen Ende seiner Karriere reifte Lancaster als Schauspieler und übernahm Charakterrollen, die einem Schauspieler viel abverlangten. Er gab die Arbeit an Abenteuer- und Akrobatikstreifen auf und konzentrierte sich stattdessen darauf, herausragende Charaktere zu spielen. Lancaster arbeitete mit mehreren europäischen Produktionshäusern zusammen. 1989 war er zuletzt für den Film Field of Dreams auf der großen Leinwand zu sehen. Neben Filmen machte sich Lancaster auch im Fernsehen bemerkbar. Ab 1974 trat er in einer Reihe von Fernsehminiserien auf. Für eine Fernsehserie von 1990, Das Phantom der Oper, brachte ihm seine Rolle des Gérard Carrière eine Golden Globe-Nominierung als bester Schauspieler in einem Fernsehfilm oder einer Miniserie ein. Sein letzter Fernsehauftritt war als John W. Davis für Separate but Equal. Im Privatleben war Lancaster in seinem Leben dreimal verheiratet. Seine erste Ehe schloss er 1935 mit June Ernst. Die Ehe hielt nicht lange und die beiden trennten sich 1946. Als nächstes heiratete er 1946 Norma Anderson. Sie wurden schließlich 1969 geschieden. 1990 heiratete er zum dritten Mal Susan Martin. Sie blieb seine Frau bis zu seinem Tod im Jahr 1994. Lancaster zeugte 5 Kinder aus seiner Ehe mit Norma. Abgesehen von seinen ehelichen Bündnissen war Lancaster während der Dreharbeiten zu From Here to Eternity mit Deborah Kerr romantisch verbunden. Er hatte auch eine Affäre mit Joan Blondell und Shelley Winters. Als Lancaster seine 60er erreichte, begann er an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu leiden. Im Januar 1980 erlitt er Komplikationen bei einer routinemäßigen Gallenblasenoperation, 1983 unterzog er sich nach 2 kleineren Herzinfarkten einem Notfall-Vierfach-Corona-Bypass. Er agierte jedoch weiterhin und engagierte sich in der Öffentlichkeit. 1988 nahm er mit ehemaligen Kollegen, darunter James Stewart und Ginger Rogers, an einer Anhörung vor dem Kongress in Washington D.C. teil, um gegen den Plan des Medienmagnaten Ted Turner zu protestieren, verschiedene Schwarz-Weiß-Filme aus den 1930er und 1940er Jahren zu kolorieren. Am 30. November 1990, als er 77 Jahre alt war, war er durch einen Schlaganfall teilweise gelähmt und größtenteils nicht in der Lage zu sprechen, was seine Schauspielkarriere effektiv beendete. Burt Lancaster starb in seiner Wohnung in Century City, Kalifornien, nachdem er am 20. Oktober 1994 um 4.50 Uhr im Alter von 80 Jahren einen dritten Herzinfarkt erlitt. Sein Leichnam wurde eingeäschert und seine Asche unter einer großen Eiche im Westwood Memorial Park im kalifornischen Westwood Village verstreut.
Eine kleine quadratische Grundplakette unter mehreren anderen mit der Aufschrift Burt Lancaster von 1913 bis 1994 markiert den Standort. Auf seinen Wunsch hin wurde nach seinem Tod keine Trauerfeier für ihn abgehalten.